Ja, hallo, heute bin ich mal hinter der Kamera und möchte aus Rind Gulasch machen. Den schneide ich noch kleiner, der ist mir noch zu groß. Paprika, muss ich mal schauen, wie viel ich dazu nehme. Zwiebel, Ingwer, Sellerieknolle und Porree. Habe ich noch eine Stange, die würde ich gleich mit verdunnen. Salz, Pfeffer und ein Bratenmix, den ich mir selber aus verschiedenen Gewürzen schon zusammengemixt habe und eine Peperoni, eine getrocknete, die ich dann noch mit reinlege. Los geht's! Ich habe hier schon mal etwas Kokosfett ausgelassen. Ich nehme Kokosfett ausschließlich zum Anbraten, kein Öl, weil Öl dann die gehärteten Öle hinterlässt und das nicht gut vom Darm und vom Körper ist. Kokosfett wird auch heißer. Ich verwende hier Bio-Rindfleisch, was ich hier kleiner geschnitten habe, und das vermische ich auch schon mal mit den Gewürzen. Das Bratengewürz, was ich schon vorgemischt habe, Pfeffer, ich mag sehr Pfeffer, und natürlich Salz. Ich verwende ausschließlich Himalaya-Salz und das dann vermischen und in den Topf. Und das Gefühl hat es zu wenig. Ich mache noch von den Bratengewürz dran. Das habe ich selber aus Kräutern gemischt und Pfeffer und Papayakerne. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich alles dran hatte. Das kann man auch etwas eher schon anmischen und einwürzen. Da zieht das besser ein. Ich mache das jetzt mal aus Zeitgründen nicht. In der Zwischenzeit habe ich die Zwiebel geschnitten, die ich noch mit dazu in den Topf tue. Ich habe mich noch entschieden, vier Knoblauchzehen anzuschneiden. So, den Bratansatz füge ich etwas heißes Wasser dazu. Den Sellerie, ich habe hier ein paar Stücken abgeschnitten, schäle den und schneide den in kleine Würfel. Es hat ganz schön durchgebraten und jetzt kommt noch die Schüssel Sellerie ran. Ingwer. Jetzt kommt der Paprika noch mit dran. Und mit etwas heißes Wasser oder Brühe, sofern man hat, nicht zu viel. Und jetzt kann ich in die Flüssigkeit auch noch die Peperoni einstecken und tue den Deckel drauf. So, und hierzu füge ich noch den Porree dazu. Die eine Porree-Stange habe ich geschnitten und gewaschen. Und der Topf wird voll. Und deckt das nochmal zu. Ich habe hier noch etwas Salami, die etwas zu hart geworden ist. Mit Mehl und Not noch geschnitten. Die bringt auch noch mal ein gutes Aroma mit. Und wird dadurch weicher. Muss man nicht dran machen, man kann die Dinge ran machen, die man auch da hat. So, in der Zeit habe ich noch Kartoffeln angesetzt.
Und jetzt schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Gut durch schon alles. Jetzt mache ich noch passierte Tomaten rein. Mag. Und lass die noch ein klein wenig ziehen. Unterdessen sind die Kartoffeln fertig. Hier habe ich die Kartoffeln noch in eine Pfanne getan, wo noch ein Bratenansatz drin war. Und mit Butter etwas noch schwenken, werden die etwas kross. Und bekommen nochmal einen besseren Geschmack. Ja, das ist das fertige Produkt. Der Kulasch, den ich hier noch mit Zitrone garniert habe. Das schmeckt auch gut dazu.